Oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier, der Alex. Mit der QJY88. Nein, es ist nicht witzig, so. Ja, danke. Ist es süß? Jo, und ich bin natürlich auch mit dabei und. Ja, Alex zockt, wie gesagt, das soll jetzt auch mal, das ist jetzt endlich das Infovideo, was wir schon seit langem mal machen wollten. Genau. Im Hintergrund läuft ein kleines Waffentest. Und deiner Waffentest zur Q, ja, du hast es gesagt, ich weiß nicht, wie die heißt. QJY88. Gut. ja, QJY88, woher der Begriff 88 kommt, der wisst alle, was wir damit meinen. Wissen wir nicht. Habt ihr irgendeine History, Hintergrundgeschichte? Historischen Hintergrund meinst du wohl ähnlich? Historische Geschichte im Hintergrund, hat das irgendwas mit der Hitlerzeit oder sowas zu tun hat, wissen wir nicht. Wir denken nicht. Und ja, das soll auch ein kleines Infovideo werden. Und zwar geht es darum. Ja, was nehmen wir so auf jetzt noch? Da ist ein Alex. Links. Nein, nicht so weit links. Ja. Habe ich nie gesehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Kollege, den haben wir im letzten Let's Play, in der letzten Runde war der schon ziemlich gut. Da die ACWR und der macht hier richtig kranke Kills. Und das ist jetzt glaube ich sogar schon wieder. Ich weiß es nicht. Wir sind ja Medic. Und ja, da ist er doch. Primo. Okay, auf jeden Fall soll es ein kleines Infovideo werden und zwar geht es jetzt darum, wie wir jetzt aufnehmen. Also ich habe ja jetzt auch mal immer Medic so gezockt, wir haben uns immer abgewechselt und so, aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass der Alex jetzt ausschließlich Medic zockt und ich ausschließlich mit dem Pionier spielen werde. Das ist einfach darum so, weil wir uns immer sehr umgewöhnen müssen. Mit den Waffen, mit dem Präzision, mit der Präzision, die wir da einschätzen müssen, wir kommen von der Ansätze, glaube ich. Nee, wir kommen nicht von der Ansätze. Das war gut, ja. Ha, wir wollten nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir können da, ich zocke ja mit MP5, G53, UMP45 und was es noch so alles gibt. Ja, die ganzen hier, 1180, die ist geil. Auf jeden Fall haben wir da immer mit den Sachen gesuchtet. Und mussten uns natürlich dann aber auch immer wieder umgewöhnen. Mit den ganzen Waffen und so, Präzision einschätzen. Auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, ich zocke nur noch ausschließlich Pionier. Alex sagt ausschließlich Medic. Das nimmt auch Alex jetzt auf. Mit dem Medic. Und von mir kommen halt dann immer noch nur noch Let's Plays vom Pionier. Einfach für uns beide besser. Also wenn der jetzt ja tot ist, ist das natürlich im Prinzip einfach, ne? Ja, das soll es jetzt dazu sein. Wir werden auch ungefähr bis 50 bis 100 Parts aufnehmen. Also maximal, also mindestens 50, maximal 100. Und ja, je nachdem, wenn wir mal Lust haben, nehmen wir dann einfach mal noch eins auf. Ja, das war es eigentlich dazu. Wir werden jetzt auch auf verschiedenen Maps zocken wieder. Oman wird natürlich mit am häufigsten sein, aber Myanmar, wie zum Beispiel jetzt. Oder auch mal Tracken Rally oder Sharky kommen, auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt schon gemerkt, das ist ziemlich einseitig im Oman. Aber Oman ist für mich einfach die geilste Map als Pionier. Und Alex wird dann meistens so Myanmar so spielen und Tracken Rally, aber auch. Was haben wir? Auf jeden Fall. Haben wir jetzt gesagt, dass wir dann halt verschiedene Maps spielen. Auch mal andere Waffen, jetzt wieder UMP45. Da habe ich richtig Lust drauf auf die Waffe. Die macht richtig Spaß. Und jetzt auch Overman, naja, ist sie nicht so geil, aber auf Sharky, auf kleineren Maps, ist die richtig geil. Die kommt auf jeden Fall. Da haben wir auch richtig Lust dazu. Du. Ich, ja, Alex auch, egal. Ach nee, ich, ja. Alex guckt nur zu, der hat Spaß dran. Na klar. Also zu den Let's Plays, ja. Wir nehmen ja wirklich schon richtig viel auf und wir hoffen, dass es ja.
Ihr könnt auch gerne immer, was weiß ich, ihr könnt bewerten, ihr könnt kritisieren, ihr könnt sagen, was wir für Waffen spielen sollen. Wir werden gucken, dass wir das dann umsetzen können. Klar, wir haben nicht alle Waffen, aber wir haben schon ordentlich. Ich meine, Medic haben jetzt nicht so viele, Pionier eher mehr. Alex, bringt auch die Scheiße. Auf jeden Fall haben wir Pionier mehrere Waffen als bei Medic, ist ja ganz klar. Medic ist ja auch noch so ein kleiner Account, Pionier dann schon ein bisschen größer. Und ja. Zu den, jetzt sind zwei oder so waren. Weiß nicht, ob es zwei oder drei Let's Plays vom Sturmsoldaten und so waren. Also, da als kleine Info. Alex ist gerade richtig am Abkacken, aber wir haben auch beide jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Und es sind scheiß Teams. Und naja, es sind auch scheiß Teams, das muss man auch sagen. Wir haben beide nicht mehr lang gespielt. Wir müssen uns aber jetzt wieder einzocken und ja. Ist eine weitreichende Waffe. Ich bin mal auf die Waffe zurückgekommen, weil das ja ein Waffenreview und Info-Video sein soll. Achso, du willst noch was sagen. Gut. Ich wollte jetzt hier noch was sagen zu den Let's Plays. Sturmsoldat und Sniper, das war nur ein kleines Experiment, nur mal kurz eingezockt. Das wird natürlich nicht weit, weiterlaufend sein, weil die Waffen einfach nur schlecht sind von beiden Sachen. Also von also die Sniper ist schlecht und auch genauso wie die wie das Sturmgewehr, das IG-3er4. Die sind beide schlecht. Und wir haben ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt nochmal irgendwie Geld zu investieren. Weil wir haben für den Pionier und so haben wir schon Geld investiert. Und das waren 30 Euro oder so, was wir da reingehauen haben für beide Charaktere. Jetzt könnt ihr vielleicht sogar kriegen. Oh ja, what the fuck. Auf jeden Fall, ja, wenn wir dann nochmal gleich, was weiß ich, zwei Packs oder so, wir haben ja alle Sachen, die wir jetzt haben für Pionier, so wie Medic, haben wir alle in einem Pack gekauft, nicht irgendwie einzeln. Genau. Das wäre zu viel Geld gewesen, leider schon die G53, die wir haben, kostet ja Anlaufpreis mit 18.000, also 18.000 bis 20.000, weiß ich nicht genau. Und wir haben sie halt im Pack mit Rapid Aim Dot und allem möglichen und noch Viper Max und allem möglichen für 10.000 Pfand und so gekriegt. Und ja. Machen wir einfach noch ein Spiel. Genau. Es läuft gerade eben irgendwie scheiße von der Mannschaft her, bei mir selber. Komm mit der Waffe nicht klar, ich komm. Ja, der Alex ist immer so. Der zockt lieber M27. Ja. Gut, es ist in dem Sinne einfach nur eine bessere Waffe, ne? Aber man soll ja in dem Sinne, ja, sollte man als Medi mit allen Waffen klarkommen. Oder als jeder Charakter mit allen möglichen Waffen klarkommen. Ich weiß nicht, ob das sogar schlechter ist. Ich weiß nicht, aber die M27 haben wir richtig geil gemacht und die ist auch richtig cool. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt, was ich zu sagen hatte. Und ja, Alex kann jetzt sagen, also auf jeden Fall, ja, Sniper und Sturmsoldat wird nicht mehr kommen. War jetzt nochmal ein kleines Test, vielleicht haben wir auch einfach mal Lust, das Band mal wieder aufzunehmen. Was weiß ich, Alex kann das machen. Oh, du willst deinen Autokiller mal hochstufen. Ja, ich habe ja auch einen neuen, das ist ja ganz witzig, also wir hatten mal wieder zu viel Geld. Du! Ich hatte zu viel Geld und habe für 1000, was weiß ich, wie viel Band, 1200 Watt oder so, habe ich einfach mal aus Band einen neuen Soldaten erstellt. Okay, das war vielleicht etwas, na, dumm, aber egal. Wir haben ihn Audio-Killer genannt und das ist ein Sturmsoldat. Und eigentlich wollte ich in den noch ein bisschen Geld investieren, aber dann habe ich es auch gelassen. Ich habe mir vielleicht ja noch ein bisschen Geld reinholen, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das, aber ich muss auf jeden Fall nicht mehr machen. Aber wir gehen der Zeitung austragen, wie ihr wisst. Und da verdienen wir ja uns auch das Geld. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt von unseren Omas klauen und dann sagen, ich gebe jetzt für Battlefield Geld aus und das von meiner Oma und so. Nein, das ist unser Geld, damit können wir auch machen, was wir wollen. Aber trotzdem. Klar, wir haben Geld ausgegeben, aber man muss es nicht übertreiben. 50 Euro ist schon schmerzfremd genug. Das 50 Euro für ein virtuelles Game. Naja, gut. Kann man sehen, wie man will. Da kommt einer, Alex. Rechts war einer. Und da hinten. Ja, Mensch, den Mensch. Oh, ich glaube, der hat die auch. Nee, der hat MG3. Nee, der hat, ja. Oh, der hat Kampfdefibrillator und der hat hier den Verstärkungsspawn hingehauen. Mhm. Jetzt. Mhm. Das kann ich dann halt erst ab nächsten Level. Ja,
Ja, wir haben jetzt den Kampf, oh, die nach gerade zu unserem Skill vielleicht mal ein bisschen bewältigt. Also wir haben den Kampf Defibrillator jetzt auf 2 von... Ne, 3. Auf 3 von 3 habe ich den jetzt, den hier. Das heißt, ich kann jetzt jeden mit voller Lebens mit vollem Leben wiederbeleben. Wir haben es einfach mal. Scheiße, vielleicht ist es Sniper. Ich glaube es einfach mal. Ja. So, das war's von mir. Jetzt viel Spaß beim Gameplay. Gut, es ist beim Waffentest. Gameplay, was weiß ich. Du ist unten, Junge. Du ziehst volle Kanne drauf und du triffst nicht. Ich sag einfach nichts mehr. Als Alex kann jetzt sagen, wo er möchte. Haut rein, ja. Dann sieht man mal wieder. Viel Spaß. Genau. Ich wäre schon fast dabei, das Let's Play einfach abzubrechen. Ja, es ist irgendwie brindig und... Richtig brindig. Wir machen jetzt auch einfach Cut, weil wir haben eh nichts. Halt, stopp! Wir haben eh nichts irgendwie Geiles auf Lager heute. Ich würde jetzt einfach noch ein bisschen was zu der Waffe labern. Vielleicht noch 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, ja, 5 dann, Minuten, 10 ja. Minuten. Nee, gut. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Vielleicht 3 Minuten oder so. So, und also zuerst zur Waffe. Die ist eine weitreichende, sehr lang, die Präzision. Und der Schaden ist halt sehr niedrig. Dafür hat das Ding aber auch eine sehr hohe Präzision und kann auf lange Distanzen dann schöne mäßige Schaden erzielen und ist halt wie gesagt schnellautomatisch und ja, das wäre eigentlich dazu zur Waffe. Richtig sehen würde man diese atemberaubende Durchschlagskraft vielleicht auf, ja, jetzt bin ich hier runtergefallen, vielleicht auf, du hast schon wieder getötet, von wo, ja, von da, ne, von da, ich sehe niemanden, oder wo die ist, also sie was gekillt, oder dort, der ist nicht angegangen, ja, aber ist er ja. Genau, und das ist auch das zur Waffe, ne? Ne, irgendwie kriegt das hier nicht so richtig zu Let's Playen auf der Map, weil die Mannschaft scheiße ist, weil wir scheiße sind. Doch. Da ist er auch durch hier, ne? Scheiß Teams und so, ne? Irgendwie ist das gerade minderwertig. Richtig, minderwertig. Genau, deswegen ist es ja auch minderwertig, hab ich auch gesagt. Jo Leute, damit verabschieden wir uns hier in dieser Ecke auch schon von diesem kleinen Waffentest, der etwas binsig war, beziehungsweise das Infovideo. Jo, haut rein, macht's gut, mach nochmal die kranke Voransicht. So, und dann macht's gut, haut rein, bleibt cool. Tschüss. Bis denn hier.